Da sind wir da. Es lief in der letzten Folge jetzt nicht so prickelnd. Unsere Dinos wurden getötet und jetzt sind wir quasi auf uns allein gestellt. Irgendwie bringen wir das jetzt schon hin. Ja, wir sind jetzt gerade am Spike Wall bauen. Wir wollen quasi ein Gehege bauen. Damit das sowas unsere... nicht nochmal passiert. Genau. Tja. Ja, haben jetzt zwischen den Folgen noch ein bisschen gefarmt und so. Dass es nicht alles so lang dauert. Ich muss mal Licht anmachen, hier wird es ziemlich dunkel gerade. Hast du noch zu essen, Ben? Ja, noch zwei Fleisch. Ah, da ist auch noch was drin, okay, passt. Die zwei Fleisch habe ich gerade gegessen. Achso. Ah, die Spike Wall, die sieht schon böse aus. Das ist übelst groß, ne, das Teil. Ja, da verfängt sich auch ein T-Rex drin. Ja, das mit Sicherheit, ja. Ja gut, dann würde ich sagen, ich kann noch eine bauen. Ja, dann mache ich dir Licht und du stellst sie neben die andere. Genau. Siehst du sowas? Ja, das ist übelst hell. Ich weiß nicht, wie weit ich das so baue. Hä? Ja, schau halt, dass sie bündig aneinander sind. Wenn sie ineinander gepackt. Ja, das kannst du schlecht bauen, weil die Zacken da so rechts, weißt du, die sind da, stehen so raus. Ja, das ist schon klar, aber das die eine nicht einen halben Meter in die andere rein. Weil das ist ja alles Platz, was da weggeht. Ja. Ich versuch's. Ich guck mal, dass es passt so ungefähr, würde ich sagen. Huch. Wow, das Ding hat mich beinahe erstochen. Ja, das sieht doch super aus. So, ne? Optimal. Ja, das ist einmal frei. Gut, das brauche ich jetzt. Das brauchst du noch Wood? Hast du noch Wood? So 40 Wood? 39? Ja, warte mal kurz. Wir können schon eine bauen. 39 Wood habe ich. Lol. Aber ganz genau. Passt. Wo soll ich die jetzt hinbauen? Soll ich da jetzt freilassen und hier rein hinsetzen oder? Nee, bau die bündig an die dran. Okay. Oh. Ich sehe nur nicht wie weit. Na gut, ich baue es mal so. Ja, das geht schon. Pause, warte. Pause vielleicht nicht kurvig so rüber, sondern dass die ein bisschen so nach außen geht, okay? Ja, das hatte ich vorher. Das hatte ich vorher so ein bisschen. Wenn du sie einmal hinstellst, kannst du sie ja danach drehen, gell? Ja, ich weiß. Ich denke mal so. Ja, für kleine Dinos wird's gehen, größere haben da drin keinen Platz beim Durchgehen. Aber das passt schon. Ja. Die Großen bleiben draußen stehen. Die Großen müssen wir erstmal finden vor allem, ne? Also beziehungsweise erstmal tamen, ne? Das ist ja nicht. Aber so ist es doch jetzt echt schon gut, oder? Danach noch eine hin, die wo man dann quasi hier vorne quer oder muss, brauchst du es überhaupt? Wie? Vorne quer? Ja, dass man hier noch eine hin macht, so, aber ich glaube, das braucht es gar nicht, oder? Ja. Der Eingang ist ja recht. Mal. Ja, ich würde. Ja. Ich glaube, geilsten wäre halt ein Tor. Wann kann man denn so ein Ding bauen, so ein Tor? Keine Ahnung. Das wäre halt das Geilste, ne? Ich kann. Was LOL? Was ist denn daneben? Ich kann schon bauen. Ich kann. Ja, dann bau doch eins. LOL, ey. Ey, ich muss jetzt ein Doorframe. Wooden Doorframe, da ist es doch. Kann das schon sein. Was? Wooden Door. Oh nee, ey. Was musst du bauen? Warte, da steht gleich. Jetzt habe ich es, ich hab's. Gut, was brauchen wir für den Doorframe? Wow, 140 Holz, 40 Steine und 35 Thatch. Okay, dann räume ich mal schnell mein Inventar aus, dass man das machen kann. Ja, ich hol ein bisschen Steine hier am Strand direkt.
Also Thatch haben wir 46 in der einen Kiste und Holz haben wir 40 in der anderen. Okay. Na, die Steine habe ich auch schnell zusammen, weil hier unten am Strand geht es recht schnell. Ja, langsam sieht unser Zuhause eigentlich doch ganz nett aus. Jo. Das ist auf jeden Fall. Das dauert alles immer extrem lang, ne? Bis du da mal was hast, dann musst du echt alles erfahren. Ja, so, wie viele Steine haben wir schon? 40. Jawohl, das reicht. Okay, jetzt fahren wir jetzt noch. Thatch. Thatch haben wir auch genug. Ja gut, dann lade ich mal die Steine ab und dann holen wir noch ein bisschen Wood. Ja, ich bin gerade dabei. Ich hoffe nur, dass die zwei T-Rexe aus den letzten Folgen nicht mehr da vorne sind oder dass die wieder woanders hingegangen sind. Das wäre super. Na, ich denke schon. Stell dir vor, die stehen auf einmal da oben am Berg und kommen runter. Das wäre irgendwie nicht so lustig. Zumindest nicht für uns. Nee. T-Rex wird rein. Mit Sicherheit. Bist du schon los zum Holzhacken? Ich hab schon den halben Wald weg. Oh. Hast du eigentlich noch Narco-Barrels irgendwo? Ich glaube in der Kiste. Sonst dir doch eine Mörser reintun, Mann. Ja, sorry. Ja, Mann, ey, was machst du denn? Ja, sind keine. Dann habe ich auch keine rein, dann kannst du auch nicht blöd daherreden. Ja, okay. Haha, du bist so lang links oder rechts davon, okay. Wasser ist rechts. Shit, ich glaube, ich brauche mal den nächsten wieder neue Dings, eine neue Hacke. Für den toten Dutch, oh Gott. Okay. Ich werde mich jetzt ein bisschen auf Movement Speed einschränken, weil ich dann wirklich schneller laufen kann. Schnell abhauen oder was? Ja, nee, allgemein einfach, weißt du, bist halt dann besser. Mhm. Wenn wirklich irgendwie so ein großer Dino hinter dir ist, springt er. Brauchst halt auch Stamina, ne? Ja, das ist auch wichtig. Wenn du schnell bist, aber nur 5 Meter rennen kannst. So wie bei Hunter Primal, oder? Ja. Genau. Ja, da hast du eh verloren, wenn dich so ein Vieh findet. Also gerne nicht, dass ihr jetzt meint, wir reden hier viel schlecht. Nee, nee. Ist schon ein geiles Spiel. Also ich bin jetzt überladen. Ich geh mal ganz gemütlich zurück. Jo. Das sieht so dämlich aus in dem Snowball Run. Warte mal. Na, oh, jetzt kommt's gleich. Lass rennen! Baywatch. Was? Meinst du? Ja, yeah, wäre doch super. Du bist so ein Sack, weißt du? Ah, so gut. Vor allem die Geräusche vom Rennen passen halt null dazu. Echt? Ja, yeah, vom Hören her. Ja, also. Und da läufst du aber so ganz lang. Das ist nicht auch ein Combat, verdammt. Also, ich habe 125 Wood gesammelt. Mehr geht nicht ins Inventar. Ja, das reicht locker. Ich bin auch noch randvoll jetzt.
So, Gammelfleisch in dem Mörser oder in deutsche Schulkantinen. Lecker. Bei uns an der Berufsschule war auch mal die Polizei bei unserer Kantine. Ja. Weil die haben immer so Frikadellenbrötchen verkauft, ne? Ja. Alter, von denen hast du den Mundgeruch gehabt danach, ne? Alter, wenn du da... Ekelhaft, hat die ganze Klasse gestunken, ne, danach. Komm, beeil dich doch mal. Ja, ich bekomme doch schon. Und da hat der Lehrer gesagt, ja, da war mal die Polizei da und die haben da festgestellt, dass da in den Dingern gar kein Fleisch drin war. Richtig. Oh Mann. Ja, das Beste war auch, da wo wir zusammen beim Pizza essen waren bei dir. Und ja, ein paar Wochen später frage ich so, ja, ob wir da mal wieder hingehen können. Du so, ja, geht nicht. Die haben dich gemacht. Und ich so, ja, warum? Ja, da sind 3 Leute an Lebensmittelvergiftung gestorben. Eigentlich ist das ja nicht lustig, ne? Nee, aber ich muss so lachen. Oh Mann, ich bin total über der Kappe hier gerade. Was brauche ich denn jetzt noch? Fiber und Setch, ne? Das alles mal rein. So. Ich hoffe, das Ding ist ja so groß, ne? Ich habe keine Ahnung, wie groß das ist jetzt, Ben. Ja, ich denke mal, das ist monstergroß. Da müssen wir halt die Wooden Spike Wall wegreißen. Nee, das machen wir nicht. Oder wir bauen es einfach davor mit so einem Korridor. Schau mal. Alter! Holy moly! Ich versuch's mal. Nee, das kannst du vergessen. Müssen wir da ja irgendwie dran bauen noch? Die Spike Wall kannst du wegreißen, die Linke. Ja, dann reißen wir sie weg. Wie geht das? Keine Ahnung, geh mal dran. Demolish. Warte, ich mach's. Boom. Alter. Ja, da kriegst du ja alles zurück. Fast alles, ja, die Hälfte kriegst du zurück. Alles. Ja. Dann bau mal hin. Ich baue das jetzt direkt. Ups. Baust direkt ans Haus. Ach, da ist es ja. Frisst du jetzt eigentlich gerade? Das heißt, ja, ich hab mich gerade verdrückt. Also ich baue das direkt ans Haus dran, ja? Ja, genau. Ich hoffe, das passt so, ey. Oh Gott, ich seh's schon kommen. Alter, wie groß ist das? Sag ich doch. Aber da ist keine Tür drin. Da geht, ja, die musst du selber bauen noch. Achso, stimmt. Aber wir brauchen jetzt wieder diese Spike Wall, die muss dann nebenan wieder hin. Ja. Wir haben doch genug Material. Ja, ich baue die, okay? Schade um die Hide, ehrlich gesagt. Ja, es waren ja nur 10. Boah, das sieht jetzt schon richtig mega hier aus. Wobei ich fast am überlegen wäre, ganz ehrlich, komm mal schnell raus, bitte. Naja, ich crafte gerade, Moment. Ist zwar Ressourcenverschwendung, aber wäre vielleicht die klügere Wahl. Was? Wenn wir die 2 Spike Wall auch wegreißen, hey, und hier gerade rüber und dann dahinter. So. Was meinst? Ja, was ich mich gerade frage, ist das Tor überhaupt richtig rum? Ist doch scheißegal, das geht in beide Richtungen auf. Okay. Ja, dann baue ich jetzt mal hier so eine hin. Ja, oder? Weiß nicht, kannst du erst die Tür bauen? Ja, jetzt erstmal baue ich das Spike jetzt hier, die hab ich ja schon. Ja. Also ich baue sie jetzt einfach hier so rüber, okay? Ich baue sie gerade rüber, okay. Sehr schön. Dann reiß ich die Fackel weg. Ja. Ja gut, dann muss ich die Tür noch erforschen, glaube ich. Wo ist die denn? Mal schauen. Die Sour Gate. Gott. Fuck! Was? Komm, passt schon. Du bist so blöd. Nein! Nein! Ich hab die Fackel wegbauen wollen. Oh Mann. Ja, ist ja gut. Warte, hier. Da nimm mal das Zeug hier. Mann. Die Fackel nicht wegbauen. Dass die Leute denken sich auch, was sind das für Noobs. Ja, Mann. Huch. Aber ich bin lieber ein Noob und hab Spaß dabei.
Auf jeden Fall. Das war extra jetzt. Boah, krass, ey. Scheiße, ey. Boah. So, was haben wir hier noch drin? Nix braucht er. Die Kiste mal ran. Oh, ich glaube, das Wut reicht nicht mehr. Ja, ich nee, gehe doch, es Wut reicht, aber es halt. Doch, es halt reicht, okay. Okay. Toll. Also Wut brauchen wir jetzt wieder. Ja, ich das auf jeden schon. Fall. Ich gehe auch wieder los. Wie viel Wut brauchst du noch? Ganz viel, da können wir gleich diese Gates noch bauen. Also locker nochmal 200. Okay. Ich finde das Treibholz, was ab und zu rumliegt, ganz praktisch, weil da geht nur Wut raus. Hm. Ich bin ein Comeback, ey. Bisschen was wegschmeißen gerade. Da rein. Schau mal, da ist schon mal eine Tür dabei. Die können auch weg. Mhm. Wie viel hast du schon? Na, warte, ich schau. Ja, 117. Okay. Bin aber schon wieder überladen, also ein bisschen mache ich noch und dann gehe ich zurück. Ich krieg so einen kleinen Bäumen mehr wie einen Riesendinger, ne? Ja, das Lustige ist, da sind doch ab und zu diese abgeschnittenen Bäume, die im Boden stecken. Ja. Und ich mal das Doppelte rausbekommen aus so einer riesen Eiche. Okay. Ja, ich geh jetzt zurück. Macht keinen Sinn, so überladen rumzueilen. Jawohl, jetzt kann ich mich nicht mehr bewegen. Echt jetzt? Ja, hab zu viel geladen. Ich bin auch voll jetzt. Ich komm zurück. Also wunder dich nicht, wenn hier 10 Kisten rumliegen, die musst du alle wegwerfen. Wo bist denn du eigentlich? Ja, immer noch an dem Waldstück da vorne. Okay, ich schlaf mal zurück. Du bist ich auch. Ach, da bist du, ja. Da wird jetzt gerade irgendwie voll das Lied dazu passen, was der Henry Maske hatte bei seinem letzten Kampf. Wie hieß denn das? Das ist. Das fällt gar nicht ein. Was meinst du?
Mir fällt es gerade gar nicht ein. Conquest of Paradise. Ganz schön, so ist das gerade. Ach ja, das, ja, okay. Oh, 3 Spike Walls kann ich bauen. Wuhu! Na, warte mal. Und Level up! Sau gut! Bild ich mir das ein oder sind meine Unterarme dicker geworden? Du meinst die Wasserarme da? Sieht aus wie Popeye, ohne Scheiß. Nur zusammengestaucht. Das sieht halt einfach so viel scheuert aus, der Typ, was ich gebaut habe. Also soll ich jetzt hier dann wieder hoch machen, ne? Also zwei längs und dann zwei wieder hoch, ne? Machen wir dann quasi zu. Oder? Was halt so gerade rüber und dann gerade zurück, dass wir mehr Platz im Gehege haben. Ja. So, passt es. Jo! Also wenn das meine Dichte ist hier. Ich schau's mir gleich an, sobald ich da bin. Da kommt nichts rein, das kannst du vergessen. 60 Wood. Wo willst du hin? Keine Ahnung. Leg das Wood rein, in die Kiste. Dass ich es rausnehmen kann. Ja, ich kann's dir doch auch droppen. Ah. Ja, aber dann hab ich schon 70.000 Wood. Laber nicht. Ja, drop mir gerade das Wood hier, hä? Hier. Ja, boah, jetzt. Kelle. Das du eine Riesenhand hast. Ich bin überladen. Haha. Ich weiß nicht, ob das. Ich glaube, so viel brauche ich gar nicht. Nimm das wieder auf und leg's in die Kiste rein. Ich guck mal, ob das reicht. Aua. Aua. Was war das? Ich bin schon wieder gegen die Spike. Ah, hey, das entwickelt sich schon genauso wie bei Forest. Guck mal. Jedes Mal ins Lagerfeuer gelaufen. Ja, es geht nach innen auf, der Shit. Egal. Das sieht doch super aus. Da geht's auch nach außen auf. Nee, egal, passt. Das ist doch passt. Super, wenn's nach innen aufgeht. Naja. Voll die Soundeffekte, ey. Aber hallo, du. Ja, aber ich finde das Gehege optimal so. Das ist doch super. Wollen wir mal Fackeln reinbauen, würde ich sagen, oder? Ja, ich kann noch in die Ecken ein paar reinpflanzen. Warte mal, das will ich jetzt wissen, ey. Ah, ich brauche dazu Flint. Flint? Ja, da müssen wir wieder Steine hacken. Warte mal, ich hab noch. Ne, doch nicht. In der Kiste ist aber noch Flint drin. Ne, das habe ich rausgenommen. Achso. Wegen vorhin, da braucht ihr auch Flint. Okay. Ja, okay. Außer dass wir was rein. Negativ. Dann ist auch nichts drin. Guck mal hoch. Was soll ich machen? Guck mal nach oben. Ans Haus. Wow, du Cheater, das hat's ja unbedingt gebraucht, diese Materialverschwendung hier. Klar, ich hab sogar noch eine gebaut, merke ich gerade. Wo willst du noch eine haben? Eigentlich müssen wir noch vor das Haus hier bauen, ne? Wir haben eigentlich das Ding hier falsch gebaut, ganz ehrlich. Ja. Aber da wächst ja halt auch nichts, ne? Ja, das wächst schon. Ja, aber das ist. Wie dauert das? So gerade raus. Was? Hier so gerade raus. Da so. Okay. Ja. Ich hoffe nur, ja, die Stacheln gehen halt da übelst rein, gell? Ja, dann lass es. Das ist scheiße. Nee, dann hebst du die auf. Okay. Ja.
Ich hätte da vielleicht noch einen zu quer davor gesetzt vor das Haus, weißt du, dann wäre das Haus noch ein bisschen geschützt. Ja, aber die Narcoberry, die eine, die wir da züchten, die wird dann total kaputt sein. Ja, aber die wächst halt auch nicht, ne? Ja, dann machst du halt kaputt, wir finden ja genug Narcoberries hier. Okay. Aber hol erst das Zeug raus. Was für ein Zeug? Die Kacke da. Ach so, nee, lass drin. Ja, lol. Ja, das ist doch da ist sogar die Kacke da. Aber pass auf, dass die Stacheln nicht im Haus sind. Ja, ich sehe das halt überhaupt nicht, ne? Ja, das ist blöd. Wenn wir doch so geht's, glaube ich. Ja, gut, es sollte gehen. Würde ich sagen. Ja gut, Flint wolltest du noch, huh? Hast du gesagt. Ja. Gut, dann hol ich dir ein bisschen Flint. Erstmal die Flasche jetzt hier wieder auffüllen. Ein Flint. Wie viel Flint brauchst du dafür? Für jede Fackel eins. Okay. Nicht genug, halt. Jo. Boah, der eine Brocken fliegt ja übelst hoch. Wer? Lol, ich hab's gesehen. Der ist zu dem Bronto hoch. Ja. Ich schrub's dir gleich hier. Danke. Bitte. Oh, jetzt brauche ich noch ein paar andere Handwerksmaterialien, aber die sind im Haus. Was brauchst du noch? Thatch, Fiber, keine Ahnung was noch. Nee, Thatch und Wood. Da ist noch genug drin. Und Stone. Wie viele Fackeln soll ich bauen oder sag mal, wo ich sie hinpflanze? Ja, sagst du gleich. Bauen wir so 4, 5 Stück. 4, 5, okay. Ich will es halt ins Gehege, weißt du, an jede Ecke. Oh, jetzt hast du gerade das weggeschmissen, was ich brauche. Ich baue 5, weil so viel kann ich bauen. Jo. Also in jede Ecke hier willst du eine hinstellen, hier? Ja. Hier. Und hier vielleicht irgendwie so. Da und da unten. Das ist halt alles so ein bisschen ausgeleuchtet ist dann, weißt du? Ja, kommt nicht hoch, ne? Nee. Ich glaube, hier ist eine Schwachstelle. Ja, hier ist eine Schwachstelle. Ich glaube, wir müssen den Felsen hier wegballern. Der da. Was ist denn mit dir da? Raus hier! Warte, was meinst du? Ja, warte kurz. Optimal. Den Felsen können wir auch zusammenkloppen. So, super. Ja, kann man den hier zusammendreschen oder ja, was? Ja. Und du kannst auch hier durchgehen, guck. Also hier kommst du durch, bin gerade durchgelaufen, dann musst du ein bisschen weiter höher krabbeln. Scheiße, was war ich denn?
Ja. So, wenn du den jetzt zusammenhaust, dann wir waren da Spike Walls hin. Ja. Ob der nicht beim nächsten Mal dann wieder da steht. Glaube ich nicht. Keine Ahnung, probieren wir es aus. Komm her, ich will mal einen schönen Screenshot von dem machen. Die Sonne steht gerade so gut. Ja, wunderbar. Yeah, warte, ich komm ein bisschen her. Hui. Dankeschön und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ja, das wäre doch was. Ja, dann versuchen wir mal wieder ein paar Dinos zu fangen, die wohl das Gehege füllen, oder? Ja, hauptsächlich Dodos. Ja, genau. Bis dahin. Tschüss.